lange, lange Zeit alle Sympathien in der Fußballwelt verscherzt haben. Denn das, was sie hier geboten haben, das riecht nun wirklich nach Absprache. Wenn's mal wieder länger dauert, schnapp dir ein Kickers. Das WM-Orakel wird präsentiert von Kickers und dem Eifelpark in Gondorf. Hochverehrtes Publikum, es geschah in dunkler Vorzeit in den 80ern, dass die Algerier mit unfairen Mitteln um ihren Platz in der Gruppe betrogen wurden. Aber 32 Jahre später ist endlich die Zeit reif für Rache am Ramadan. Und die Algerier können heute Abend um 22 Uhr in Porto Alegre sogar auf einige direkt Verantwortliche von damals treffen. Schließlich waren Miroslav Klose und Roman Weidenfeller bereits mit 4 bzw. 2 Jahren Mitglieder der deutschen Elf von 1982. Die Chancen für Algerien, Deutschland zu besiegen, könnten besser kaum stehen. In beiden bisherigen Begegnungen besiegten sie die Deutschen. Andererseits haben die sympathischen Underdogs aus Teutonia sich bisher überraschend gut geschlagen. Gegen die Giganten aus Ghana schafften sie ein Unentschieden und sogar die Fußballgötter aus den USA wurden 1:0 bezwungen. Darum haben sich die algerischen Fans sicherheitshalber mit ausreichend Laserpointern versorgt. Verkompliziert wird das Match ja auch für die muslimischen Spieler in beiden Mannschaften. Man rätselt, ob sie sich auch an das Fastengebot des Ramadan halten müssen. Eine knifflige Frage, da sich der Koran, genau wie die Bibel, zu Fußball-Weltmeisterschaften leider nur sehr vage äußert. Deutlicher äußert sich jetzt hoffentlich unser WM-Orakel, der Papagei Pelé aus dem Eifelpark Gondorf. Wieder haben wir für ihn und seine Kumpels, die Paradiesvögel-Kicker, eine Spielsimulation installiert. In jedem Tor wartet eine Leckerei, wie immer gilt, wessen Napf zuerst geleert wird, der verliert. Und Anpfiff, da kommt auch schon der erste Angriff. Oh, das ist wohl ziemlich eindeutig, da wird Algerien doch recht einseitig in die Zange genommen. Und dann ist die Gang wieder vom Platz. Zurück bleibt Chaos vom Feinsten. Vielleicht wird es keine ganz einfache Partie, aber während bei den Deutschen der Napf prall gefüllt verbleibt, wirken die Algerier ja regelrecht zerfetzt und ausgenommen. Also Sieg für Deutschland. Danke Pelé, danke Jungs. Damit gehen wir zurück ins Funkhaus.